Hallo, liebe Leute, und es geht weiter mit die chinesische Heilerin. Ich würde sagen, ich schaue mich hier nochmal weiter um, was ich hier machen kann mit den Sachen, die ich habe. Aus diesem Ding wurde ein Element entfernt. Habe ich denn irgendwas, was ich da... Ach nee, das ist ja sowas Langes. Habe ich sowas schon? Nee. Ich glaube nicht. War hier oben was. Dieses Schloss kann ich nicht knacken. Vielleicht finde ich auf dem Schiff hier etwas, womit ich es aufbrechen kann. Der Haken vielleicht? Ich glaube eher nicht. Die Säure aber. Ah. Ich habe die Kette geschwächt. Jetzt kann ich versuchen, sie zu zerbrechen. Jetzt vielleicht mit dem Haken? Nö. Der komischen Linse wahrscheinlich auch nicht. Naja, das klappt nicht. Ich gehe erstmal zurück. Zur Galeone. Hatte doch da diesen Schreibtisch, wo ich vielleicht die Linse jetzt einsetzen kann. Na, wo ist sie? Ich hatte sie doch gerade genau. Ah, so, jetzt funktioniert es wieder. Nun kann ich die zwei Proben vergleichen. Die zwei Proben. Also das ist dann Probe Nummer 1. Und das ist Nummer 2. Oha, oha. Und was kann ich jetzt erkennen? Na, da bin ich ja mal gespannt. Jin Hai wurde vergiftet. Wer hat versucht, ihn umzubringen? Ich sollte seine Freundin Bo aufsuchen, aber zuerst sollte ich Vorräte mitnehmen und meine Entdeckungen notieren. Oh, was ist denn los mit mir? So, das heißt wohl, dass ich es jetzt notiert habe. Aufgabe erfüllt. Mein Mikroskop lügt nicht. Der Prinz wurde vergiftet. Neue Aufgabe. Ich sollte das junge Mädchen finden, um mehr zu erfahren. Aber hier ist auch schon... Was ist das hier? Ein Wimmelbild. Aber eine etwas andere Art. Eine Flasche soll ich finden, so die Umrisse halt sozusagen. Das wird der Hänger sein, dann das und das. Das, genau. Dann der lange Stock. Dann das Ding. Das Ding und das. Das war's. Sehr schön. Jetzt habe ich ein Brecheisen, damit kann ich bestimmt draußen... das Gitter jetzt aufkriegen. Vielleicht finden wir dann auch das Mädel. Genau. Jetzt können wir da nämlich durch. Ach, da ist sie auch schon. Hallo wieder, Dayu. Ich hoffe, dass die Potion, die ich dir gebracht habe, hilft. Es ist zu schade, dass Jinhae's Vater so weit weg ist. Jinhae misses ihn. Aber... I heard Lei say that the Emperor left the battle as soon as he heard about Jinhae. He should be here soon. I can't wait to see him. He's such a great man, and he was always so nice to us children. His brother Lei was the grumpy one. I have a feeling he never liked us much. Here's something else that might help. Maybe you can use it. You might also want to check the library, where they keep old herbal recipes for this region. Danke schön. Gefunden haben wir sie und die neue Aufgabe. Ich muss einen Weg in die Bibliothek finden. Dort finde ich vielleicht alle Antworten. Okay, dann haben wir hier so einen riesen Buddha. Was ist das hier? Das Puppenspiel beginnt erst nachdem ich einige Münzen eingeworfen habe. Mhm, das sind die Puppenspielmünzen. War da irgendwas, was ich nehmen kann? Nee. Hey, you. I'm running a special today for healers only. I've got an antique piece worth a fortune. But since you help people, I'll help you and only charge you one sack of gold for it. Ein Sack Gold, hallo? Ist voll viel. Das könnte nützlich sein. Ich sollte den Gegenstand kaufen. Aber ein Sack Gold? Mhm, das ist aber ganz schön viel. Was ist hier? Ich muss es an etwas festbinden. Warum? Okay. Ah. Kann ich die Kette vielleicht benutzen? Kopfschmuck der Kaiserin. Kristallgarten. Oh, ist das nicht bildschön hier? Entzückend. Nein, ich wollte doch nicht zurück. Ich möchte da schon wieder hin in den wunderschönen Kristallgarten. Oh.
Libellen, ich verwende sie immer in meinen Tränken, aber sie sind so schwer einzufangen. Na, wie nett. Na, das ist ja nett. Die Schere befindet sich zu weit oben im Baum. Ich brauche etwas, womit ich sie herunterholen kann. Hier mit unserem Haken. Mit dem aber. Super. Jetzt haben wir eine Schere. Ist hier noch irgendwas? Da ist doch was. Ich brauche einen Schlüssel, um dies in Gang zu setzen. Wie? Was denn für ein Schlüssel? Also so einen richtigen Schlüssel oder irgendwas, was den Schlüssel... Okay, funktioniert nicht. Ich muss nach allen drei Teilen suchen. Eins für die Mitte und zwei runde für die Seiten. Ja, ich habe gar nichts, was irgendwie davon hier hinpassen könnte. Da unten ist etwas. Ich sollte das Gras entfernen, um den Bereich genau ansehen zu können. Mit der Schere vielleicht. Nee? Aber womit denn? Womit werde ich denn das Gras wegkriegen? Mit Wasser ja wohl eher nicht. Damit doch auch. Ich hätte jetzt gedacht mit der Schere. Na gut. I wonder if the library is still open. Weiß ich nicht. Dann gehen wir mal nochmal zurück. Wo ist denn die Bibliothek? Ach, ich sollte die herausstellen. Dafür brauche ich die Schere. So, jetzt habe ich diese tollen verzierten Essstäbchen. Ja, na gut. Hab jetzt auch irgendwie nichts, was hier reinpassen könnte, glaube ich. Nee, dann gehe ich da jetzt nochmal rein. Sagt er was? Jinhai was poisoned is ridiculous. This place is heavily guarded. Was will sie denn jetzt hier eigentlich haben? Jinhais Suppe wurde vergiftet. Jemand hat versucht, ihn zu vergiften. Das sollte ich Meister Lee erzählen, aber ich muss diskret sein. Ich möchte den Bösewicht nicht verjagen. Das Wichtigste ist, dass ich Jinhai heile. Okay. Ich muss einen Weg in die Bibliothek finden, dort finde ich vielleicht alle Antworten. Ah. Da ist die Bibliothek, wo wir hin sollen. Hier ist die Bibliothek. Ach so, dann muss ich hier reinkommen. Ach, logisch, wo ich jetzt hier schon war, aber ich habe ja irgendwie gar nichts. Oder habe ich etwas, was ich übersehen habe? Glaube nicht. Merkwürdig. Ich sollte hier hin, in die Eingangshalle. Bestimmt habe ich hier irgendwas übersehen. Was ist denn jetzt hier? Warum soll ich hier hin? Da ist was. Ah, unter dieser Fliese befindet sich etwas, aber es steckt fest. Na, das kriegen wir doch hin. Na, da ist nämlich noch eine Münze. Und jetzt habe ich 2 von 2. Dann gehe ich jetzt mal zurück. Poor Jinhai. How I worry about him. Und dann kann ich die Münzen doch hier irgendwie reinwerfen. Genau. Ah. Ja. So, das ist ein Objekt, was mir jetzt gehört. Und noch eins. Hängt da auf einmal so ein Seil raus und ein irgendwas anderes. Nur was gehört jetzt wohin? Gehört das dann hierhin? Ich hoffe. Gehörst du hierhin? Sieht alles so merkwürdig aus. Hier gibt es nichts zu erledigen. Nee, also hier kann ich definitiv nichts machen. Gehörst du dann dahin? Gehört das denn hin? Und was mache ich mit dem Seil? Kann ich damit vielleicht diesen Vorhang festbinden? Ah, okay. Gut. Und das nächste Wimmelbild. Kerzenhalter, Pigmentbecher, Modellschiff. Kerzenhalter. Erstmal überhaupt das Bild angucken. Da ist ein Kerzenhalter. Pigment?
Wo ist das andere Schwert? Da ist ein anderes Schwert. Und das ist jetzt Schwerter. Okay. Parfüm, Haarbürste, Messer. Bürste. Das weiß ich gerade nicht. Das wird niemanden heilen. Mhm. Das ist das Parfüm. Messer. Steckt das? Steckt das? War das das Messer? Nee, das war die Aale. Da ist das Messer. Da ist der Becher. Da hinten ist das Modellschiff. Pigment weiß ich jetzt nicht, was das damit auf sich haben soll. Bernstein. Da kann ich... Da ist ein Bernstein drin. Okay. Federkiel und Tinte. Wo ist sie denn? Da. Okay. Und eine Waage. Waage ist nicht im Gleichgewicht. Dann nehmen wir mal das Gewicht, packen es drauf. Und jetzt ist die Waage im Gleichgewicht. Okay. Und wo ist jetzt das Pigment? Das verstehe ich jetzt nicht. Da brauche ich einen Tipp. Das ist Pigment. Ach so, das nennt man auch so. Ich kenne Pigment eigentlich nur so als kleines Teilchen von einem Bild oder ja, ein Pigment halt. So, was habe ich denn jetzt eigentlich bekommen? Das habe ich nicht aufgepasst. Weiß ich nicht. Ach so, die Aale. Ja. Was kann ich denn damit jetzt machen? Ich glaube, ich muss nochmal zurück. Oder auch gar nicht zurück. Doch, hier ist noch was. Diese Perle ist sehr schön und sie scheint wichtig zu sein. Ich brauche etwas Spitzes, um sie herauszubekommen. Na, damit kann ich jetzt die Perle rausholen. Und habe jetzt 2 von 2 Perlen. Was ist hier? Das habe ich nämlich wieder vergessen. Ah, da kam jetzt das rein. Hier, da. Aha. Okay. Jetzt kann ich hier irgendwas... Was steht jetzt hier? Ich muss die Blöcke so entfernen, dass die Farben der untersten Reihe denen der Lämpchen entsprechen, um das Schloss aufzubekommen. Wenn ich 2 oder mehr Blöcke der gleichen Farbe auswähle, verschwinden diese und die anderen fallen nach unten. Muss ich nochmal selber kurz lesen. Ich habe jetzt vorgelesen und dabei nicht mitgedacht. Also, wenn ich jetzt die wegnehme, dann, also das kenne ich ja schon. Aber es darf natürlich nichts übrig bleiben. Das ist immer so eine Sache. Und das haut ja schon wieder mit Lila nicht hin. Das ist ja immer der Schmuh. Ja, super. Nee, jetzt muss ich nochmal erneut machen. So, ich nehme mal Lila weg und Rot nehme ich weg. Sieht ganz okay aus. Das geht auch noch. Das geht. Das geht. Das geht auch. Grün darf ich nicht wegnehmen. Den darf ich wegnehmen. Ja, Schitte. Kriege ich es wieder nicht hin. Schade, einer bleibt übrig. Mist. Mist, Mist, Mist. Ich nehme mal die roten weg. Die dürfen ja wohl auf jeden Fall schon mal weg. Das kann ja nicht so falsch sein. Den und den. Ich muss halt auch auf die oberen achten. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn ich das tue. Wenn ich den jetzt wegnehme, dann... Doch, das haut hin. Gut. Cool. So, nu? Was jetzt? Was jetzt? Hallo? Ja, das habe ich doch jetzt gemeint. Jetzt ist das fertig und jetzt? Ich will das nicht nochmal machen. Was?
Hä? Elfenbeinturm? Ach so, jetzt bin ich wieder zurückgegangen, aber ich habe das ja schon... Hä, was... Warum bin ich jetzt zu... Ich will nicht auf diesen Knopf drücken. Jetzt habe ich es gelöst. Ach, jetzt hätte ich die unten drücken müssen oder... Ach, ich keine Ahnung. Ich habe es ja geschafft, habt ihr gesehen. Egal. So, jetzt habe ich diesen Gewächshausjuwel. Rede ich mit ihm? Nein. Kann ich das Juwel hier irgendwie... Nein. Geht alles nicht? Na gut, dann nicht. Dann tschüss. Wo soll ich hin? Ich soll dahin. Gut. Gut, dass wir durch die Tipps gleich mal dahin kommen, wo ich hin soll. Kann ich denn jetzt hier das Juwel irgendwie? Nee. Ach, der passt bestimmt hier hin. Genau. Aber zwei runde Teile fehlen mir auch. Passen die Kugeln da rein? Ja. Und dann gehört mir ein Sack Gold. Na, so ein Zufall. Und den gebe ich natürlich direkt ab. Hier bei dem Mister. Das ist ja doof gerade mit dem Rätsel gewesen. So, jetzt gehört mir das. Dings. There you go. Don't tell anyone where you got this. Okay, mache ich nicht. So. Dieses komische Ding habe ich doch jetzt aber... Wo habe ich das gesehen? Wo gehörte das rein? Da nicht, da nicht. Wo war denn das nochmal? Wo gehörte dieses dusselige Ding nochmal rein? Irgendwo. Aber wo? Hä? War ich jetzt doch schon noch richtig hier? Hier, ach ja, hier gehört das dann. Okay. Irgendwo hatte ich doch diesen Schlitz gesehen. Bibliotheksschlüssel. Ach so, und den kann ich nämlich oben jetzt einsetzen, weil manchmal wird ja von einem Schlüssel geredet und dann wird gar kein Schlüssel gesucht. In diesem Falle aber schon. Ah, sehr schön. Und das nächste Rätsel. Oh Gott. Und dann soll ich jetzt hier so ein Muster machen. Das kann ja aber auch alles sein, ne? Ich sollte alle Lämpchen ausschalten. Wird ein Lämpchen an- oder ausgeschaltet, ändert sich auch die Angrenzenden. Sobald alle ausgeschaltet sind, gelange ich in die Bibliothek. Ach so, ich soll sie einfach alle auskriegen. Ja, da kann man ja ewig hier dümmeln. Nee, ist klar. Das macht einen ja voll aggro. Guck mal immer so reihum, was überhaupt was bewirkt. Aber man kann sich das ja auch irgendwie gar nicht merken. Um Gottes Willen, wie soll ich das denn hinkriegen? Geht einfach alle aus, ihr blöden Lampen. Macht einen voll fuchsig. Ich hab schon so wenige, aber irgendwie... Ich muss bestimmt erstmal 10 Lampen noch anmachen, bevor ich die anderen überhaupt ausbekomme. Nach so einem Kackprinzip wird es nämlich hier wahrscheinlich laufen. Nee, ist klar.
Ja, damit befasse ich mich im nächsten Part weiter. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.